Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir machen uns mal auf, wieder zurück in den Hof, damit wir lernen können, wie man eine Powerrüstung trägt. Denn die von den Enklave, das ist ja keine richtige Powerrüstung. Ne? Das ist ja irgendein anderer Kram, aber keine Powerrüstung. Na gut, letztes Mal haben wir die Erlaubnis bekommen, dass wir das lernen dürfen. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das jetzt machen können, einfach so. Oder ob man da noch irgendwas für machen muss. Hier wird schon mal geübt. Nicht, was hier drunter noch so wartet. Ja, das machst du super. Wo haben wir denn den Kollegen? Da ist er. Oh, good. Something to distract me. I swear, if I have to watch. Ja, genau, das kennen wir schon. So, kannst du mir beibringen, wie ich Power Armor benutzen kann? Heard you were coming. Yeah, I can train you, but don't ask me to like it. My initiates sweat blood, and you just get a free pass? Anyway, you ready for this? Now look. To wear power armor, the first thing you need to do is relax your muscles. Let the suit do the work, okay? Now you. Okay, Muskeln entspannen. Okay, you got all that? I think you know enough now to at least move around in power armor without killing yourself. That's something, right? God help us all. Okay, wir haben jetzt das Spezialtraining bekommen, das wir benötigen, um in jeder Art von Power-Rüstung zu laufen. Ja, perfekt, danke. If you'll excuse me, I need to go show these fish how to shoot straight. Okay. Hat sich das jetzt hier irgendwie geändert? Nee, ne? Können immer noch 220 tragen? Ich weiß ja nicht. Na gut, wir können jetzt hier drin rumlaufen, aber gut, wir haben halt noch keine Power-Armor. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir an welche kommen. Haben wir auch überhaupt so wirklich. Nee, wir haben jetzt hier auch nicht so richtig jemanden Lions Brotherhood Squad Board. Achso, nee. Das ist zwar Violent Land, much. Ha. Okay, ja, das ist wieder sowas, wo wir dann unser Geld für ausgeben können. Das wir aber aktuell jetzt noch nicht so überhaben. Und gut, dann gucken wir doch mal, was können wir jetzt eigentlich machen? Wir haben hier so ein paar Geschichten. Gut, das sind die Sammelsachen. Das Armageddon's Atomic Bomb. Ich glaube, dafür sind wir immer noch zu schlecht, was Reparieren angeht. Könnten wir aber eigentlich mal machen. Finds im Museum of Technology. Ja, das haben wir jetzt schon so lange. Das Galaxy News Radio. Ich finde, wir sollten das mal machen. Ne? Wir machen jetzt hier nicht direkt mit Vault 87 weiter, sondern gucken uns mal das Galaxy News Radio an. Ich bin auch mal gespannt, was uns da erwartet. Ich dachte, es wäre auch etwas, um unseren Vater zu finden, aber gut, das Thema hat sich ja erledigt. Galaxy News Radio ist auch hier hinten. Bei M. Costica Crossing. Ja, wunderbar. Da können wir doch direkt eine Schnellreise hinmachen. Okay, was haben wir hier? Talon! Unsere Freunde von der Talon Company. Okay, gut, dass wir jetzt unsere Kollegin hier haben. Krass. Also das ist eine riesige Hilfe mit ihr. Easy. Die haut alles weg. There is a foul stench on the wind. Let us not tarry for long. Okay. Lead the way. Krass. So, wie war das eigentlich nochmal mit den. Ach ja, mit H war das, ne? Choose Weapon Wheel. Nee, das war. Was anderes. Wie konnten wir das denn mit den Begleitern nochmal machen? Oder be vigilant. Weiß ich nicht mehr. So, Endnock. Vormint Rifle. Private Contract. Kill Jack.
gucken wir uns gleich mal an. Night Vision Goggles, auch nicht schlecht. Die Rüstung hatten wir jetzt ja lange benutzt, aber ich finde jetzt die jetzige eigentlich ganz gut. Jetzt können wir 319 tragen, krass. Wir nehmen dann die... Nein, den Helm wollte ich nicht mitnehmen. Hahaha. So, wir nehmen hier mal die Combat Armor mit. Dann gehen wir auf... Oh Mann. Ach cool. Die nehmen wir auch mal mit. Die sind ja lustig. So, dann tragen wir das hier natürlich wieder. Und den behalten wir einfach mal für den Fall, dass unsere Rüstung hier mal kaputt geht. So, und jetzt haben wir nämlich auch hier die 319, ne? Komisch. Oh, Pulsmine. Und noch eine Talon Combat Armor. Sogar noch eine richtig gut erhaltene. Ja, komm. Reparieren wir einmal, dann ist die jetzt ja so gut wie voll. Nice. You're on point. I shall back you up. Steht doch F. Nee. F, was ist das hier? So, Licht an. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal eine Weile unter Tage. Waren wir hier schon mal? Ja. Hier waren wir schon mal. Jetzt müssen wir da oben hin. Okay, da waren wir noch nicht. Na gut. Oder kann sein, dass wir bis dahin mal vorgedrungen sind und dann waren da, glaube ich, die Supermutanten. Aber das sollte jetzt ja eigentlich kein Problem mehr sein. Mit unserer Begleitung kriegen wir das schon irgendwie hin. Jetzt halt nur leider nicht so viel Zeug dabei, also Stimpacks und so weiter dabei. Zumindest ist es hier unten relativ ruhig, wenn man mal vom Klirren unserer Rüstung absieht. Eigentlich keine schlechte Idee, wenn wir nochmal schlafen, auch wenn es hier nur so eine Matratze ist. Also eine Stunde, dann sind wir nämlich erstmal soweit wieder voll. Achso, hier können wir jetzt natürlich nicht durch. Ach, Raider hatten wir hier. Ist aber nett, dass die nicht wieder respawnen. Mall Outpost. Waren hier noch irgendwelche Minen eigentlich unterwegs? Ich hoffe mal nicht. Okay, wir entfernen uns gerade wieder. Gucken wir noch einmal auf die Karte. Nee, ist aber alles gut. Ist dann jetzt halt hauptsächlich nur laufen. Hier ist wahrscheinlich auch schon... Nö. Wieder habe ich die übersehen oder die sind jetzt wieder aufgefüllt. Dann so Railways gar nicht mehr mit. Kostet ja nichts. Wollten wir jetzt hier... Ja doch, ich glaube da hoch und dann rechts. Ja. Das sieht gut aus. Die sind geplündert. Gibt es denn nur eine feste Menge an Munition eigentlich in der Welt hier? Hallo. Uiuiuiui. Und ich habe hier nur so meine Gammelpistole. Das sollten wir einmal ändern. Assault Rifle. Ein bisschen ein paar Schüsse haben wir. Auch wieder recht gut dabei. Yeah.
Ja, du bist Hit. Das ist klar. Aber dafür haben wir dich auch mit. Oh, das war's schon. Okay. Aber guck mal, wie viele Lebenspunkte die noch hat. Das ist ja krass. Das ist ein guter Spruch. Habe ich in dem schon irgendwas so richtig, ne? Man kann ja trotzdem hoffen, ne? Oh, verdammt, 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 verdammt. Ja, noch lachst du, Kollege. So. Das Schöne ist, dass wir halt auch die XP dafür kriegen. Wahrscheinlich noch zu weit weg. Nö, geht. Oh, der war sogar kritisch. Ja, Problem an dem Single ist halt, dass es nur ein Schuss ist. Aber auch unsere Rüstung hält hier ganz gut auf. Oh, da kommt der nächste. Nee, 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 nee. Oh, ich komm nicht ins. Ich will die Waffe wechseln. Ah. Ich schneid sofort jetzt hier. Ja, das bist du hier. Greif da mal an. Ah, jetzt müssen wir hier nachladen. Ja, das wird nix. Das wird schon besser. Ja, was? So, hier schön in den linken Arm rein. Huch. Jawoll. Das mal. Das haut rein. Aber wieso hat denn unsere Tante jetzt hier nichts mehr gemacht? Ja, super. Level up! Oh, Assault Rifle, das ist gut. Jetzt ist low, ja, ja, aber das kümmern wir uns gleich drum. So, die Frage ist, warum kriegen wir das Level up hier gerade noch nicht? Dann werden wir erstmal das Assault Rifle reparieren. Den brauchen wir noch gar nicht, aber hier können wir. Nee. So. Die nochmal zusammenfügen. Spart ein bisschen Platz. Und jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne mein Level up. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht denkt er noch, dass wir im Kampf sind. Hier nochmal eben rein. Vielleicht kriegen wir es dann. Ja. Okay. Speech ist auf 100. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Ach, Repair ist schon auf 40. Ich weiß gar nicht, was wir genau brauchen. Von daher würde ich das jetzt erstmal so lassen. Increase the hit points you receive from food and drink. Das ist natürlich richtig gut. Survival klingt eigentlich nett. Oder wir gehen... Jetzt bin ich doch wieder ein bisschen mit Energiewaffen unterwegs. Oder wir gehen doch auf Guns nochmal drauf. Erhöhen Guns auf... Ja doch, wir erhöhen Guns erstmal auf 50. Und Energiewaffen auf 20. So. Was haben wir hier? Das möchte ich nicht machen. Scoundrel. Wir können unseren Charme benutzen, um Leute zu beeinflussen. Mit jedem Rang kriegen wir 10% Rabatt und wir kriegen mehr XP, wenn wir Speech-Checks machen. Das klingt gut. 30 Hitpoints mehr ist aber auch nett mit dem Life-Giver. Huh. Gar nicht so einfach. 30 Hitpoints, ist das viel? Ich glaube schon. Aber mehr XP, das ist etwas, was wir jetzt dann machen sollten. Wir nehmen Scoundrel. Ja.
So, dann gucken wir, ob wir hier nochmal ein Bett finden. Watch for signs of trouble. Würde ich nämlich ganz gerne. Ah, da müssen wir erst irgendwie ewig laufen, oder? Ist hier unten ein Bett? Nee, sieht nicht so aus. Egal, dann. War das weit? Das war doch ganz schön weit. Okay, den habe ich jetzt keine Lust drauf, da ewig hinzulaufen. Also die Waffe hier vom Plasma oder das Plasmagewehr hier sollten wir auf jeden Fall mal reparieren lassen. Das wären mir auch ein paar Kronkorken wert. Das ist nämlich richtig gut. Mal gucken. Noch Drogen übersehen. Klar, und dann würde ich sagen, wir sind noch nicht bei den Folgenende angekommen, wie ich dachte, sondern wir können jetzt hier erstmal weiter gucken. Und wir haben das Museum of Technology gefunden. Die Frage ist, ist das jetzt gut, mit so wenig Gesundheit reinzugehen? Nein. Wir sollten da mal eben was gegen machen. Also erstmal, das würde ich das Assault Rifle durchaus mal. Oh, guck mal hier. Assault Carbine. Den sollten wir mal benutzen. Da haben wir viel Munition für. Und dann sollten wir ein bisschen was essen. Impits und Ramen Steak können wir nochmal nehmen. So, Supermutant. Jawohl! Zack! Netter Typ. Einfach netter Typ. Aua! Wo denn? Ach, da oben! Nimm mal den Arm. Nachladen. Oh, ja, okay. Ich dachte gerade, wir werden gestorben. Aber das ist nur der Supermutant gewesen. Aff. Also die haut richtig rein. Hammer. Können wir die eigentlich nach New Vegas mitnehmen? So, USS Eben Atoll's Flag. Kriegen wir so ein paar Informationen. Ah ja. Okay, wir wollen eigentlich aber da hinten hin, aber das könnte uns ja erstmal egal sein. Rocco Stealth Boy 3001. Ach, der liegt hier rum. Den können wir einfach so mitnehmen. Das ist ja schön. Nicht, dass ich die groß benutzen würde, aber wir können sie ja zur Not verkaufen. Gut, aber ansonsten geht es hier nicht weiter. Kommen wir da? Doch, da müssen wir auch irgendwie reinkommen. Vault-Tec welcomes you to our new line of subterranean vaults featuring our patented SSS technology. SSS technology is Vault-Tec's convergence of the three most important parts of apocalyptic endurance. Safety, survivability and sanitation. Ja, cool. Können wir uns mal so eine Vault angucken. Keep out. Knowing that our impenetrable vault doors can withstand a direct hit by an atomic bomb with only a projected 2% failure rate. Das sieht ja auch immer noch genauso aus wie, also in Fallout 4 sieht es genauso aus, ne? Das ist schon krass irgendwie. So. Being underground, got you down. Smile. Our Simusun lighting mimics the feeling of being outside with only a fraction. Das haben sie auf jeden Fall nett gemacht hier. The living sections make use of our revolutionary floor sock auto cleaner system for those darned messy kids. Never sweep again. Das ist natürlich das Wichtigste in der Apokalypse, dass man nicht mehr wischen muss. Ja, er war nicht drin.
Moms will love how our Culinator 3000 kitchen system makes cooking a breeze. Mmm, I can smell the muffins baking now. Be vigilant. Bored? Don't be. Step into our Entertainatron room and watch the latest holotapes, or perhaps listen to a symphony. Another Vault-Tec innovation. Und da ist auch der Goat gewesen. Haha. Ja, den haben wir gemacht. Concerns about security? Our Eye on You cameras enable the Vault leader to watch your every move. You'll never be alone again. Should the unlikely event arise that the planet is laid to waste, you'll feel happy. We hope you've enjoyed our tour. We hope you've enjoyed our tour. If you have any further questions, please take a brochure from our helpful Vault-Tec guides. Nicht alle auf einmal. So, aber durch diese Tür gehen wir das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.